So, und da sind wir wieder. Frisch hallo. Vom Kartenarzt, aber ich sag euch nicht, wie es war. Er ist ja auch privat, hallo? Ja, das ist meine Angelegenheit, okay? Ich muss euch das nicht sagen, wenn ich nicht will. Und ich habe jetzt gerade mal kurz Gilgamesch gebaut, weil ich Angst habe. Gilgamesch, der Name klingt, als hätte ihn sich irgendwer ausgedacht. Ist er aber auch hebräisch, glaube ich, oder so. Irgendwo aus der Ecke jedenfalls. Ja, Gilgamesch, das klingt auch irgendwie schon... biblisch. Ja, das klingt durchaus hebräisch. Ja, ich weiß nicht. Hebräisch, syrisch, halt irgendwas die Ecke. Ja, diese nice alten Sprachen da. Ja. Aramäisch gibt's auch noch. Aramäisch, ja. Das hat doch Jesus gesprochen. Ja, genau, das ist die Sprache von Jesus. Genau, der hat Aramäisch. Die halt heute keiner mehr sprechen kann, außer die Aramäer. Ich glaube, die können's auch nicht. Doch, Aramäer mit... Also es gibt viele Aramäer, die das noch könnten. Ich dachte, Aramäisch wäre eine tote Sprache. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, ich bin mir da nicht sonderlich sicher, aber ich meine, es wäre nicht der Fall. Aber wenn ihr meint, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Aramäisch könnt. Und wenn das eine tote Sprache ist, dann ist es so vielleicht wie Latein. Oder? Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Bürger bauen ist erstmal auch eine gute Idee. Baust du auch Bürger? Immer Bürger bauen, ne? Ja, Mann. Bürger sind dicke Brüder. Ich glaube, ich habe noch mehr Feind gefunden. Also, du hast den gefunden. Und ich glaube, da ist dein Hund verreckt. Mir wurde nicht gesagt, ich sei an der Attack. Glaube ich. Ihr könnt ja nochmal nachgucken. Ja, dann... Warte, ich glaube, da ist mein Hund nämlich umgedreht. Ah ja, stimmt. Deine Hunde sind beide gerade etwa auf der gleichen Ecke. Stimmt. Ja, also ich dachte nur, du hättest nur noch einen, aber der andere bewegt sich einfach nur nicht. Ah, jetzt bewegt er sich wieder ein bisschen. Da soll ich wieder weiter die schwarzen Flecken aufklären. Vielleicht versteckt sich genau an der Stelle ja eine Goldquelle. Wer weiß, wer weiß. Zum Beispiel. Ja, kann man nie wissen. Hier, falls du mal sehen willst, wie der aussieht. Warte, ich guck gerade erstmal, was bei dir so abgeht. Ja, das meine ich ja. Ach so. Ja. Gilgamesch! Ah, den baue ich gerade. Nice! Warte, guck mal kurz Richtung Wald mit dem. Warte mal kurz. So, dann guck ich mir den hier gerade mal an. Oh, dieser kantige Kopf. Gut aussehender Mann. So, dankeschön. Gern geschehen. Der sieht auch ein bisschen hebräisch aus. Nein, ich bin an der Attack. Nein! Wehre dich, mein Freund. Ja, ist gerade nicht drin. Gilgamesch ist noch in Arbeit. Gibt's ja nicht. Sie vergewaltigen unsere Frauen! sollte sich der Bürger hier eventuell verpissen? Eventuell. Eventüll. Eventülle. Na komm, mach hin, Gilgi. Da ist gerade ein Prophet rumgelaufen. Was? Nein. Oh, meine Gegner sind freundlich. Die greifen Gilgamesch an. Warum wir eigentlich nicht? Die Gegner sind freundlich. Freundlich. Wie ehrlich. Okay. Das Herbert Grönemeyer. Versuchst du uns hier was vorzusingen? Ja, ein bisschen Herbert Grönemeyer hat noch keinem geschadet. Okay, das kann ich nicht sagen. Sorry. Frag dann nochmal deinen Kartenarzt, ob das wirklich richtig ist. Ja, gute Idee. Fragt euren Kartenarzt, ob Herbert Grönemeyer für euch richtig ist. Euren Kartenarzt oder Apotheker? Genau. Die müssten das auch wissen. Ganz genau. Ein Stück vom Himmel, ein Platz vor Gott. Ja, ja. Prinzip Hoffnung, Leuchtstreifen aus der Nacht. Was gibt's noch so für Phrasen von Herbert Grönemeyer? Und der Mensch ist Mensch. Weil er vergisst und weil er kämpft. Was macht er noch? Hofft. Weil er hofft und liebt. Weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht. Und weil er lebt. Also wenn die GEMA das erkennt, ne? Dann verklage ich die aber. Das hier war eine... Sehr künstlerische Freiinterpretation. Ja, korrekt. Das war ein Remix, Alter. Genau. Also war es legal. Genau.
Ja, ich habe jetzt die Funktion des Dings für mich entdeckt, des Patrouillierens, das ist ganz praktisch. Dann rennt er immer an den Grenzen von einem rum. Nett. Erweitert er nicht damit auch die Grenzen? Nee, der dreht immer so Runden. Ach so, okay. Und, weil ich dachte, wenn er die Grenzen abläuft, sozusagen deines Gebietes, dann erdeckt er neues Land und dann sozusagen, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ist so nicht. Okay. Ich wurde angegriffen. Aber irgendwie dann doch. We're under attack! Und dann hat sich Gilgamesh umgedreht und hat sich gedacht, okay, wenn sie mich nicht weiter angreifen wollen, dann muss das ja auch nicht sein. Nö, muss ja auch nicht. Schön. So, dann muss ich hier gerade mal ein bisschen zivile Sachen bauen. Ja, zivil. So sind wir. Ja, sehr zivil. Eine Uni. Und danach können sie sich dann ums Militärische kümmern. Military. Hallo, ich bin der Terry. Vorname Milli. Der Military. Gott. Ist das eine Hundeart? Ein Militärier? Oh. Wir sind wieder gut in Form. Ja, Leute. Ihr habt's angeklickt. So muss man ein LP anfangen. Ach nee. Eigentlich müssen wir das LP ja anfangen mit Huren, Nutten und Wichsern. Ah, das haben wir in der ersten Folge, glaube ich, gar nicht gesagt. Nein, haben wir nicht. Alter, was ist los mit uns? Bruder! Ja, Bruder, Alter! Es geht ab, Alter! Alter, Bruder, voll, ey! Geht ja gar nicht! Voll nicht, ey! So, das läuft bei mir diesmal ein bisschen besser als das letzte Mal. Bis jetzt! Ja, das war der schlimmste Tag meines Lebens! Bis jetzt! Der schlimmste Tag deines Lebens bis jetzt! Ach, Homer Simpson. Immer ein paar aufworternde, aufworternde. Aufworternde Bunte. ich krieg's nicht gebacken. Aufmunternde Worte. Ganz genau, danke schön für deine Unterstützung. Ich helfe doch immer gerne. Wo ist Gilgamesh? Ich hab meine Helden verloren. Wo läuft mein Gilgamesh rum? Gilgamesh. Autosave. Ah, ich habe ihn gefunden. Er läuft praktisch bei dir rum. Ja. Ich würde ihn patrouillieren lassen. Dann ja, erstmal muss er wieder zurück zu meiner Feste. Also, wenn du einfach auf Patrouillieren drückst, dann geht er alle deine Gebäude ab. Oh, nett. Mach ich gleich. Ich habe gerade andere Prioritäten. Ich baue ein paar Türme um meine Gebäude. Ah, ich dachte, deine neue Priorität wäre das Prinzip Hoffnung. Ein Leuchtstreifen aus der Nacht. Carlos. Nee, sowas von gar nicht. Schade. Nee, finde ich nicht schade. Irgendwann find und lebe ich dich. Ja, heute ist der Herbert-Grönemeyer-Tag. Also, ich weiß auch nicht, womit ihr das verdient habt, aber heute ist... Ihr habt's verdient! Heute ist der... Das ist das Tolle an Karma. Du kannst einfach Leute ins Gesicht schlagen und sagen, ja, sie haben's verdient. Ich meine, es ist Karma. Das ist ein asoziales, aber kein schlechtes System. Ja, wenn man sich mal richtig Gedanken macht über Karma, ne, dann kommt sowas dabei raus. Ja, ist gefährlich. Jetzt wird doch langsam ein Schuh draus. Was trägst du denn für Schuhe? Ja, denk mal drüber nach. Die sind ein bisschen crazy. Crazy Schuhe, Alter. Alter! Alter, wo hast du die denn gekauft? Bei Leonski LP. Oh, wow. Die haben solche schönen Schuhe? Ja. Aber nur für Fans der Show. Ja. Also Leute, ihr wisst ja, abonnieren, liken. Abonnieren, liken und teilen. Und teilen! Teilen, das verlangen nur die richtig Dreisten. Ich bin aber auch dreist, hallo? Kennst mich? Ja, stimmt schon. Dreist. Teilen, das ist immer schon so, das hat so ein bisschen was von Größenwahn.
So. Jetzt könnten wir langsam mal in die nächste Zeit, oder? Nein. Könnten wir langsam anfangen für zu sparen, meinst du? Okay, dafür sparen auf jeden Fall. Ja. Aber da rein direkt noch nicht. Nee, ich auch nicht. Also, da brauche ich noch eine Weile für. Weißt du, was ich auch brauche? Was denn? Ein Stück vom Himmel! Ein Platz vor Gott. Viel Glück damit. Kann ich dir schon mal sagen. Oh, ich werde von einem Schiff angegriffen. Aber das Schiff ist zum Glück doof genug, die ganze Zeit auf meine Wall zu schießen. Deine Wall? Ja. Oh, nett. Aber du hast auch nichts, mit dem du das angreifen kannst, weil der Turm. Ja, aber der reicht da nicht hin. Der ist nicht nah genug dran. Also, der merkt das schon. Der kommt dann hier rüber. Mache ich einfach einen kleinen Schlenker mit meinen Bürgern. Dann sieht er, oh, das sind Bürger. Probiert die anzugreifen. Dann gehe ich mit denen Richtung Turm und dann. Viel Glück damit. Danke. Ich habe hier ein bisschen schwierig positioniertes Gold. Das ist leicht angreifbar. Bau doch ein paar Türme hier an diese Spitzen. Ja, mach ich gleich, So, jetzt habe ich die ganze Arbeit, die der da gerade mühevoll verrichtet hat, wieder zerstört. Na, hier sind doch Bürger, greif uns an, greif uns an. Na dann, guck uns halt zu, wie wir einen Turm bauen, der dich angreift. Das kannst du machen, wie du willst. Ich mach dir da keine Vorwürfe, keine Vorschriften, aber dann beschwer dich nachher auch nicht. So. Und ja, liebe okay. Freunde, damit ihr keinen Grund euch zu beschweren habt, weil die Folge viel zu lang ist, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Ciao.